heute beim VfL 6 e.V. unser Keeper David Pinke. David, morgen das Viertelfinalspiel gegen Lüneburg. Wie ist dein Eindruck von der Mannschaft? Ja, wir haben die Woche sehr gut trainiert und ich denke, wir werden morgen gewinnen und ins Halbfinale einziehen. Jetzt, du bist zurück nach deiner roten Karte. Glücklicherweise nur ein Spiel. Du bist natürlich erleichtert, oder wie ist das? Auf jeden Fall. Ne? Ich war froh, dass es nur ein Spiel war und hoffe, dass ich morgen spielen werde. Jetzt konntest du ja gegen Goslar die Mannschaft nicht unterstützen. Was denkst du morgen? Zwischen dir und Simon ist ein Zweikampf. Wer denkst du, wird spielen? Ah, das wird der Trainer entscheiden. Ne? Da werde ich nicht hier machen können. Der Trainer wird morgen die Aufstellung machen und natürlich hoffe ich, dass ich spielen werde. Jetzt die Niederlage in Goslar. Wie ist die Stimmung jetzt vor dem Spiel morgen gegen Lüneburg in der Mannschaft? Ja, die Stimmung ist eigentlich ganz gut, sodass wir morgen 100% geben können und das Spiel gewinnen werden. Was ist mit Niklas? Hat er nur gesehen, eine Platzwunde. Weißt du irgendwas Genaues dazu? Oder? Ja, ich denke mal, er wird 2-3 Wochen ausfallen. Durch seine Narbe auch, also seine Fäden, die er hat. Mehr weißt du auch nicht. Okay, dann war es das auch schon. Da bedanke ich mich und wir sehen uns morgen im Spiel. Okay. Ciao. Ja, bevor er rein ist, was halten wir so? Mein Name ist Marcel Goslar, ich bin Nummer 20 hier beim VfL Borussia 6 Hildesheim und ich würde mich freuen, wenn Sie diese Saison uns zahlreich bei den Heimspielen unterstützen. Servus.